auf ein kurzes Wort. Erneut die Gestalt des Täufers. Im Advent offenkundig recht beliebt, denn durchaus dem Erzählduktus des ersten Evangeliums, also des Matthäus-Evangeliums folgend, wird die Gestalt des Täufers als Wegbereiter, als Vorläufer Jesu inszeniert. Gleichwohl, wenn man das historisch abklopft, dürften sich die Dinge etwas anders verhalten. Jesus der Herr dürfte selbst Schüler des Täufers gewesen sein. Diese eschatologische, also auf eine Weltenwende hinzielende Erneuerungsbewegung war anziehend für den Nazarener und der Täufer sein Mentor. Offenkundig sind Konflikte aufgebrandet, weswegen der Täufer von Herodes Antipas ins Gefängnis geworfen wurde, jene Episode mit dem Tanz der Salome, die indes erst einige Seiten später gewissermaßen nachgereicht und erzählt wird. Die Täuferbewegung also mit der Inhaftierung ihres Anführers de facto am Ende und Jesus nun gewissermaßen Reich Gottes 2.0 erneuert dies und sammelt als Nachfolger des Täufers erneut diejenigen um sich, die schon in der Täuferbewegung unterwegs waren. Und nun die Inszenierung des heutigen Evangeliums. Die Schüler des Täufers wollen wissen, was ist Sache? Bist du wirklich diese weltenwendende Erlösungsgestalt, auf die wir ausblicken? Oder müssen wir warten und warten und warten und noch weiter warten? Und nun die Antwort, die dem Nazarener in den Mund gelegt wird, das ist ja ein Zitat, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht, das Zitat nun, Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen, also den Niedergetretenen, nicht wahr, den Versklavten, wird das Evangelium verkündet, also ein göttliches Befreiungsdekret. Dieses Zitat bekanntlich aus den Schriften des großen Propheten Jesaja entnommen und soll nun gelten. Es wird aktualisiert, es soll Gegenwart werden. Und wir warten wohl immer noch, nicht? Könnte man sagen. Was ist denn wirklich groß anders geworden? Nun, indem Jesus der Herr so in der Inszenierung nach Matthäus dieses Zitat anwendet, auf sich hin zuschreibt, ist etwas in Gang gesetzt, was zu jener Formulierung führen wird, dass diese göttlich erlöste, neue, befreite, entsklavte Welt ein Antlitz hat, dass sie gewissermaßen Person geworden ist, dass diese neue Welt in Jesus selbst auf den Plan tritt. Der große altchristliche Theologe Origenes aus Alexandria in Ägypten hat gesagt, Jesus selbst sei die Autobasileia, also das Reich Gottes selbst, das Reich Gottes in Person. Aber nicht für sich, nicht isoliert, nicht nur er, sondern als der Anfang und Beginn einer viel größeren Autobasileia, das Reich Gottes in Person. Und eigentlich ist das die Definition der Christenheit. Ist es unsere Definition, dass durch dich, durch uns ansichtig wird, Gott fehlt nicht. Gott ereignet sich. Gott ereignet sich, indem du deinen menschlichen Willen an seinen göttlichen Willen angleichst. Das will, was Gott will. Eine entsklavte, eine gerechte, eine befreite Welt. Und dann ist doch sehr viel passiert. Dann müssen wir nicht warten und warten und warten, sondern hinblicken auf dich, auf uns und erkennen, hier ist es doch gegenwärtig. Wenn wir dies tun, wenn wir dies vollziehen, wenn wir Gott Gegenwart werden lassen, dass er sich durch uns ereignen kann. Und wenn wir dies beim Wort nehmen, nicht wahr? Dann ist es auch berechtigt, dass an diesem dritten Adventssonntag ein Glanz von Vorfreude in das Dunkel des Violettes der Gewänder der Liturgie fällt,
zu jenem aufgehellten Rosa, wie ein Glimmen am Horizont, dass etwas kommt, was wirklich Gottes Wirklichkeit ist. Und sie kommt mit dir. Gott möge uns segnen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.